Dass Musik keine Grenzen kenne, wird immer wieder mal dahingesagt. Der absolute Beweis für diese Behauptung ist die Gruppe Banda del Padre, die kürzlich im Kunst- und Kulturhaus in Öblan mit einem eindrucksvollen Konzert ihre Premiere in Österreich feierte. Was ich liebe, also was jeder Musiker liebt, ist dieser nahe Kontakt zu dem Publikum, weil die Energie ist stärker. Wenn du bist auf einer großen Bühne, natürlich, das sind viele Leute, aber viel verschwindet sich. Und hier, also man wirklich sieht die Augen von den Menschen, die Reaktion von den Menschen, die Stimmung und auch die Energie. So, ich mag es so. Und ich bin so aufgewachsen in solchen Lokalen, fangen wir an. Und das ist immer magisch, so eine Atmosphäre. Unter ihnen befindet sich niemand geringerer als der in Österreich lebende Weltklasse-Bassist Juan García Herreros. Wir haben schon zwei CDs zusammen gemacht und viel unterwegs. Also der Banda del Padre ist sehr bekannt in Bulgarien. Hochkarätige Musiker aus Bulgarien und Kolumbien haben sich zusammengefunden, um tanzbaren Flamenco mit Balkan-Grooves und spanischen Texten zu fusionieren. Ja, ich bin ziemlich überrascht vom Publikum. Ich habe nicht so eine Wärmeempfang sozusagen erwartet, und dass die Leute wirklich glücklich waren von unserer Musik und getanzt haben, ich bin überrascht und sehr glücklich. Ja, und ich möchte wiederkommen. Vielleicht, die müssen nicht tanzen mit dem Körper, vielleicht im Herz tanzen, vielleicht im Kopf tanzen, im Träumen tanzen. Wichtig ist, dass eine Bewirkung passiert. Wir haben Juan kennengelernt und da haben wir gesagt, ja, der ist Wahnsinn, das muss, also wir müssen mit ihm spielen. Und also in Bulgarien haben wir schon viele Konzerte zusammen gehabt und jetzt hoffen wir, dass wir Österreich auch erobern zusammen. Das ist Flamenco-Balkan-Musik für mich. Es kommt auch dazu, auch die kolumbianische Feeling, sowieso jetzt mit Juan. Und ja, das ist unglaublich zum Tanzen, zum Singen, viel Temperament, weil diese beiden Kulturen, Flamenco und Balkan, sehr wirklich energievoll sind. Schneeulen, das ist mein Name von Stamm, so von meiner indianischen Herkunft. Und Schneeäule eigentlich ist mein echter Name. Ja. Gute Energie, Friede, dass wir alle zusammen eine sehr schöne Zeit haben. In Bulgarien sind Banda del Padre damit zu Stars geworden. Ich möchte die Leute zum Tanzen bringen und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern, meint Kulikov. Das ist ihm und seiner Band bei ihrem Auftritt in Öblan auf jeden Fall gelungen
Und dass man nach einer derart gelungenen Premiere wohl auch hierzulande noch einiges von Banda del Batre hören wird, ist unbestritten. Also die spanische Musik ist unsere Leidenschaft. Ich glaube, die Musik verbindet alle. Ach, das war fantastisch. Also Kultur gehört zu Üblan.